Willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren kleinen Video von Final Fantasy X. Wir sind hier in der Hallen der Prüfung von Beville und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr diese Prüfung erfolgreich absolviert und vor allen Dingen auch, wie ihr an den geheimen Gegenstand kommt, um später eine geheime Bestie zu erhalten. Also bleibt dran, bis gleich. So, es geht natürlich los. Wir schieben den Altar einfach nach vorne. So geht die eigentliche Prüfung überhaupt erst los. Diese Prüfung ist ein bisschen tricky mit den Laufbändern und den Richtungswechseln. Man muss immer im richtigen Moment dann eine Taste drücken, um auch richtig abzubiegen. So, wir fahren los. Hier geht's nur geradeaus. Über das erste Symbol fährt man hinweg. Beim zweiten Symbol biegt man einmal links ab. So, wir nehmen den Spheroid von Beville aus der Wand, setzen diesen in den Altar ein und schieben den Altar zurück aufs Band. Und unser nächstes Ziel ist die gegenüberliegende Plattform. Sprich, wir drücken jetzt einfach direkt hintereinander unseren Knopf, drehen dann einmal um und unser nächstes Ziel ist dann, wie gesagt, die gegenüberliegende Plattform, also wieder links in diesem Fall. So, hier setzen wir jetzt einen der beiden Spheroiden in die Wand ein und aktivieren damit das Laufband auf der mittleren Ebene, also eine Ebene tiefer als wir jetzt sind. Das war es auf jeden Fall auch schon in der obersten Ebene, da müssen wir gar nicht mehr hin jetzt. Wir schieben also den Altar zurück auf das Laufband. Drehen hier wieder um. Fahren diesmal über das erste Symbol hinaus und dann eben nach links runter auf die mittlere Ebene. So, hier bleibt man sowieso stehen. Wir wollen nach links. Und auf dieser mittleren Ebene ist es ganz einfach. Da kann man so oft geradeaus durchfahren, wie man möchte. Man kommt immer wieder am Anfang an. So einmal. Nur damit ihr es einmal gesehen habt. So, und dann kann man wie gewohnt einfach weiter geradeaus fahren. Und bleibt einfach auf dieser Ebene. Das kann man so oft machen, wie man möchte. Unser Ziel ist jetzt die zweite Kreuzung rechts. So, wir nehmen hier den Spheroid Insignia aus der Wand, setzen diesen in den Altar ein und schieben den Altar zurück aufs Band. Unser nächstes Ziel ist die Nachbarplattform, sprich die dritte Kreuzung auf dieser Ebene. Hier geht es automatisch nach rechts und dort bei der letzten Kreuzung auch wieder rechts lang. Und auch wenn man es hier wieder verpennt, kann man wieder von Anfang an einfach geradeaus wählen und fährt so nochmal auf dieser Ebene lang. Wie gesagt, jetzt an der letzten Kreuzung rechts. So, hier nehmen wir den Spheroid von Beville aus dem Altar und setzen diesen hier links in die Wand ein. Jetzt nehmen wir noch den Spheroid Insignia aus dem Altar, den wir gerade erst eingesetzt haben, und setzen diesen hier in der Nordwand ein. Dadurch verschwindet diese Barriere und wir können uns den Spheroid Fraktura nehmen, den wir natürlich auch in den Altar setzen. Jetzt noch nicht vergessen, den Spheroid von Beville nehmen wir wieder mit. Und den Spheroid Fraktura müssen wir jetzt in die Wand einsetzen, wo wir eben den Spheroid Insignia rausgenommen haben. Sprich auf dieser mittleren Ebene an der zweiten Kreuzung wieder rechts. Hier fährt man wieder automatisch rechts und beginnt dann auf dieser Ebene wieder von vorne.
So, und jetzt, wie gesagt, unser Ziel, die Plattform an der zweiten Kreuzung rechts. Das kam wieder nicht hin. So. Und hier setzen wir dann den Spheroid Fraktur, den wir gerade erhalten haben. In die Wand hier hinten ein. So, jetzt brauchen wir noch einen zweiten Spheroiden von Beville wieder. Den kriegen wir ganz unten. Sprich, wir fahren zurück zur Anfangskreuzung auf dieser Ebene, wo man sowieso anhält. Und fahren nun einmal nach rechts in die unterste Ebene. Da kriegen wir dann den zweiten Spheroiden von Beville. Und mehr muss man auch in der untersten Ebene nicht machen. Wir nehmen uns den Spheroiden und setzen den in den Altar ein. So, fahren somit wieder auf die mittlere Ebene zu der Kreuzung, an der man sowieso anhält. Und da wir von unten kommen, müssen wir dann einmal nach rechts wählen, um dann eben wieder auf dem richtigen Laufband auf der mittleren Ebene zu sein. So, und hier kann man wie gewohnt wieder so oft langfahren, wie man möchte. Unser Ziel ist jetzt die Plattform an der ersten Kreuzung rechts. Hier schieben wir den Altar einfach weiter, ohne etwas zu machen. Und dann verlassen wir nämlich, Gott sei Dank, die Laufbänder. Die nerven nämlich unheimlich. Geht mir zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, und hier angekommen, nehmen wir uns ein Spheroid von Beville mit hoch. Setzen diesen einmal in die Wand ein. Öffnen jetzt einmal die Kiste zu unserer Rechten mit dem HP-Spheroid. Treten dann auf den leuchtenden Schalter. Drehen direkt wieder um. Und schieben den Altar aufs Band. Und kommen so dann zu der Kiste dort hinten. Mit einer Ritterlanze für Kimari. Und das ist auch der geheime Gegenstand von dieser Prüfung in Beville. Und das war's auch schon. Jetzt kann man hier einfach wie gewohnt die Halle verlassen. Und damit hat man die Prüfung abgeschlossen und auch den geheimen Gegenstand gefunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir wieder zusammen Final Fantasy X spielen. Bis dahin, euer M-Rex. Ciao.